Wer von uns weiß, dass Kaelian der Vater von Nyria ist, welcher von Raron, dem Vater von Jaina, ermordet wurde? Ich weiß es eigentlich auch und ich sollte anfangen, den Wodka wegzulassen, während ich aufnehme bei Let's Play Vampires Dawn. Wir sind hier mitten im Ende schwer gut. Ich habe das ganze Vorgeplänkel schon einmal hinter uns gelassen, weil das kennen wir ja mittlerweile. Wir möchten einfach nur das Ending sehen. Außerdem habe ich einen schönen Tipp bekommen vom guten Xahamon, dass ich doch meine Menschlichkeit bei Nyria hochpushen soll. Beziehungsweise, dass sie einen bestimmten Wert hat. Für das schwer böse Ending. Ich bin gespannt, welche Auswirkung es haben wird. Aber jetzt werden wir uns erstmal anschauen, was passiert, wenn wir schwer gut sind. Nachdem wir die Elras und Aska geklatscht haben, geht's weiter. Ja, das kennen wir auch noch bis jetzt. Okay, das ist anders. Er wacht nicht mehr auf. Oh mein Gott, ist Valda tatsächlich gestorben? Die Welt ist wieder so, wie es war. Und so war die Welt wieder, wie Valda, Elaine und Nyria sie kannten. Die Kontinente verschoben sich erneut, das Wasser wich für viele neue Inseln zurück. Askas Weltumwandlung war komplett rückgängig gemacht worden, durch die Macht des Zaubers. Doch Valda war in einer Art Trance gefangen. Oh mein Gott. Oh Valda, ich liebe dich so sehr, warum wachst du nicht auf? Ich brauche dich! Elaine, komm, wir bringen ihn hier weg. Was ist mit Valda passiert, nachdem er die Macht aller Toten in sich aufgenommen hat und den Zauber gesprochen hat? Gesprochen. Valda, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Was geht nur in dir vor? Warum kannst du nicht aufwachen? Warum können wir nicht einfach nur glücklich sein? Wir haben doch so viele gemeinsame Träume gehabt. Bitte, ich liebe dich. Wach auf. Gib ihm Zeit, Elaine. Glaubst du, er wird wieder aufwachen, Nyria? Irgendwann? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube fest daran, dass Valda stark genug ist, es zu schaffen. Wir müssen Geduld haben. Ist der vielleicht in einer Art Wachkoma oder irgendwas? Oh mein Gott. Das... Elaine! Valda! Oh mein geliebter Valda, ich bin so froh, du hast es geschafft. Hat er es denn wirklich geschafft? Sag etwas, Valda. Die Welt ist wieder die alte. Unser Plan hat funktioniert. Dein Plan hat funktioniert. Okay. Valda? Was? Was ist denn los, Valda? Ich liebe dich. Du hast es geschafft. Sag etwas, bitte. Elaine ist schon ein bisschen anhänglich, finde ich. Sie sagt mehr, ich liebe dich, wie sonst irgendwer. What the fuck? Was ist mit Valda? Oh nein. Oh nein? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist wach. Warum sagst du nichts? Bitte tu mir das nicht an. Wachkoma. Typisch. Typischer Fall. Huh. That's creepy, man. Ist das tatsächlich das schwer gute Ending? Ich bin mir gerade unsicher. Valda war erwacht, doch schien er nicht er selbst zu sein. Er reagierte auf nichts und niemanden, schien nichts mitzubekommen und nichts zu fühlen. Wochenlang brachten Elaine und Nyria ihn zu jedem Arzt, Magier und Heilkundigem der Welt, doch niemand konnte den beiden helfen. Valdas Zustand war ihnen ein vollkommenes Rätsel, und so mussten sie nach zahlreichen weiteren Versuchen ihn zu Bewusstsein bringen, schweren Herzens akzeptieren, dass Valda tot war. Nicht körperlich, denn das war er ja auch vorher schon, sondern geistig. So war ihm selbst eine Wiederbelebung aus der Ebene der Blutgeister verwehrt. What? Ein Jahr später. Oh mein Gott. Valda sitzt im Rollstuhl. Mit Elektroantrieb. What? Okay.
Kann ich etwas tun? Nein. Ah! Oh? Hat es geklingelt? Ich hab... Guten Abend, Elaine. Entschuldige, dass ich etwas zu spät bin. Das Schiff ist in einen Sturm geraten. Das ist doch kein Problem. Schön, dass du kommen konntest, Neria. Ich habe dir doch versprochen, dich einmal in der Woche zu besuchen, und dazu stehe ich. Komm, komm doch rein und trink einen Tee. Gerne. Ich frage mich eigentlich, was mit Alex passiert ist in dem Ganzen. Jaina konnte es diesmal leider nicht einrichten. Ihre und Rarons Pflichten am Hofe der Königin nehmen sie sehr ein. Aber sie haben mir Blumen mitgegeben, die sie erst heute Morgen in Thürich gepflückt haben. Etwas klischeehaft, ich weiß, aber Jaina glaubt, dass sie ihm gefallen werden. Ganz bestimmt würde er sich sehr freuen. Danke, Elaine, er duftet wunderbar. Irgendetwas seit letzter Woche? Verstehe. Tut mir leid. Aber weißt du, ich habe nochmal im Zauberbuch nachgesehen. Wir konnten Jaina und Raron ins Leben zurückholen, also gibt es bestimmt auch einen Spruch, um Valna zu heilen. Ich habe nur noch nicht richtig gesucht. Stattdessen hat sie alle Blätter rausgerissen. Wie oft hast du dieses Buch jetzt schon durchforscht, Elaine? 50 Mal? 100? Nein, es waren 101! Ich habe doch sonst nichts zu tun. Ich kümmere mich um Valna, bringe ihm Blut und dann ist mein Tag vorbei. Ich habe genug Zeit, das Buch genauer zu untersuchen. Elaine, du weißt, dass ihr jederzeit zu uns nach Thürich ziehen könnt, ja? Wir würden uns um euch kümmern und die fiele Natur dort würde dir sicher gut tun. Außerdem wärst du dann nicht mehr so einsam. Wir würden uns jeden Tag sehen. Das will sie vielleicht gar nicht. Nein, das kann ich nicht machen. Du und Jaina seid doch alles, was ich noch habe. Ich will euch nicht noch mehr zur Last fallen und vertreiben. Aber... Außerdem ist das hier doch unser Zuhause. Wenn Valna wieder zu sich kommt, muss er hier sein. Sonst würde er unsere Welt doch nicht wiedererkennen. Das ist irgendwie dramatisch, finde ich. Okay, bleibt in eurem Zuhause. Aber wenn du uns mal für eine Weile besuchen möchtest... Erst wenn Valna wieder bei mir ist. Verstehe. Darf ich ihn sehen? Natürlich darfst du, Neria. Er hat sich schon die ganze Woche auf deinen Besuch gefreut. Ja, das glaube ich. Kein Wunder bei den tollen Mitbringseln. Ich stelle ihm die Blumen auf. Ich bin gleich wieder da, ja? In Ordnung. Lass dir Zeit. Oh mein Gott. Sie hat sogar ein Krankenzimmer ausbauen lassen für ihn. Das ist irgendwie traurig, finde ich. Dieses Ende. Das soll das schwer Gute sein. That's creepy, man. That's creepy. Elaine tut mir schon irgendwie leid, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Alter, ist das creepy. Hallo, Valna. Jaina hat hier Blumen gepflückt. Sogar Raron hat mitgeholfen. Er hat sich wirklich gemacht. Hier, ich tausche sie gegen die von letzter Woche aus. Der Duft ist sehr angenehm. Ich habe ja davon erzählt, dass Jaina jetzt eine Beraterin ihrer Majestät ist. Ich bin so stolz auf sie. Sie hat ihren Frieden mit ihrem untoten Leben gemacht. Seit wir eine neue Königin haben, ist es relativ friedlich. Sie ist eine gütige Person und das Volk liebt sie. Aber das alles ist nur dank euch möglich. Es ist also nicht Beatrice geworden. Zum Glück. Nun tu doch nicht so, als wärst du nicht noch da drinnen. Oh mein Gott. Weißt du... Ich glaube, Elaine zerbricht langsam an deinem Zustand. Sie versucht es zu verbergen, aber es ist schmerzhaft offensichtlich, wie einsam und verzweifelt sie ist. Wir tun alles, was wir können, um ihr zu helfen, aber etwas Unterstützung wäre wirklich hilfreich, verstehst du? Wenn ich daran denke, dass wir zusammen nicht nur den Clan, sondern auch die Elras davon abgehalten haben, die Welt zugrunde zu richten und obendrein noch erfolgreich die Tafel benutzt haben, kommt es mir jedes Mal wie ein schlechter Scherz vor, dass gerade du hier sitzt und irgendwo gefangen bist. Ausgerechnet du, nicht ich. Valna ist ein Krüppel geworden. Es ist Gewissheit. Elaine hat dich noch nicht aufgegeben und ich auch nicht. Jaina hat euch verziehen. Vergiss das nicht. Wir warten, Valna. Bis nächste Woche. Angst macht sich breit. Reue.
weiß, ich sollte aufhören damit. Es macht einfach keinen Sinn. Vergehen! Irgendwann. Upsala. Niemals! Da ist was dran. Was, wenn das größte Öde? Nicht das größte Übel war. Oh mein Gott. Was, wenn das wahre Grauen im Innersten liegt? Wo willst du denn hin, Schatz? Willst du mich nicht vor Abraxas beschützen? Liebst du mich nicht? Du bist längst tot. Oh mein Gott. Und wer ist daran schuld? Wer hat mich in die Lava geschmissen, weil ihm mein Äußeres nicht mehr gefiel? Du hättest mich vor Abraxas beschützen können. Nein! Oh mein Gott, er ist in seiner inneren Welt gefangen. Warum läufst du noch immer von deiner Existenz als Vampir weg? Du bist für alle Ewigkeit ein untoter Gott. Akzeptiere das endlich. Nein, ich will das nicht. Ich will kein Vampir sein. Ich wollte es nicht. Ich will nicht. Aber Valna, wir wollten doch zusammen sein. Für immer. Ich bin deine Vampirbraut. Aber ich liebe dich nicht. Ich liebe niemanden. Du bist ein Monster. What the hell? Du hättest ein glückliches Leben als Mensch führen können, mit einer wundervollen Frau und vielleicht sogar ein paar Kindern. Doch stattdessen wolltest du die Existenz einer Kreatur der Nacht. Wie viele Leben hast du seitdem zerstört? Wie viele andere Menschen mit dir genommen? Aber ich hatte doch keine Wahl. Ich habe mir dieses Schicksal nicht ausgesucht. Ist die Tussi daneben gewesen. Und deswegen musstest du mich aus meinem Leben reißen und ebenfalls verdammen? Und dafür hast du mir dann auch noch den Kopf abgeschlagen. Du! Kannst du dir überhaupt nur im Ansatz vorstellen, welche Qual ich erleide? Einsam und allein in der Ebene der Blutgeister. Ohne Rettung, ohne Schwester? Ich wollte das nicht! Ach du Scheiße. Du blutrünstigste Bestie, gib mir meine kleine Schwester zurück. Gib mir mein Leben zurück. Bitte, lasst mich endlich in Frieden. Ich kann nicht mehr. Welch Heuchler du doch bist, gibst die ganze Zeit den menschenfreundlichen Vampir, nur um im nächsten Moment wieder den Nächstbesten in deinen untoten Sklaven zu verwandeln oder jemand für deine Ziele den Schädel abzuschlagen. Du bist schlimmer als Aska. Aska steht zu dem, was er ist. Du bist nichts als heuchlerischer Abschaum. Du bist unser Bruder, du gehörst zu den Elras. Sei ehrlich zu dir und gestehe dir ein, dass du unsere Macht genossen hast, Vampir. Dafür hättest du sogar deine Kameraden getötet. Nein, das ist nicht wahr! Ich habe euch besiegt! Ich bin ich! Ich bin ich? Richtig? Oh mein Gott. Ich habe dich geliebt, Valner. Wirklich geliebt. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Aisha. Aisha! Nein. Das war gar nicht so schlecht für einen Vampir der dritten Generation. Erst dabei zusehen, wie ich sie mit meinem Schwert aufspieße, sie dann als wahnsinniges Monster wiederbeleben und sie dann auch noch dafür in einen See aus Lava schmeißen. Köstlich. Und ich dachte, ich wäre gut darin, Mulana zu misshandeln. Ich bin nicht wie du. Ich bin kein Monster. Tja, Abraxas, du hättest vielleicht ein bisschen mehr lernen sollen. Ich liebe dich, Valna. Ob Mensch oder Vampir, das ist mir egal. Bitte verlass mich nicht. Elaine. Valna, haben wir nicht so viel zusammen erlebt und durchgemacht. Wir beide sind Menschen und ich konnte immer auf dich zählen. Ich brauche dich. Bleib an meiner Seite, Valna. Aber Niria... Oh mein Gott. Wir könnten wieder zusammen sein, Valna. Du musst es nur wollen. Diesmal werde ich dich nicht ausnutzen. Mensch und Vampir in Liebe vereint. Willst du das nicht auch? Ich... Keine Sorge, mein geliebter Schatz. Von jetzt an musst du keine Entscheidungen mehr treffen und nichts mehr fürchten. Ich kann sein, was immer du willst. Ich kann sein, was immer du begehrst. Na komm her und schenk mir ein Kind. Oh mein Gott.
Verschwindet! Verschwindet endlich! Lasst mich in Ruhe, ich will nicht mehr! Ich muss hier weg. Sie kommen. Oh mein Gott. Es ist schon eine bittere Ironie, nicht wahr? Du dachtest, meine Kontrolle über dein Verstand sei ein Fluch. Dabei hat sie dich vor all dem hier bewahrt. Deinem Wahnsinn. Eigentlich ist es nicht überraschend. Bei dem, was du bedauernswerte Kreatur alles durchgemacht hast, wer würde nicht wahnsinnig werden? Marlon, hilf mir! Dir helfen? Dafür ist es wohl zu spät. Ich habe keine Kontrolle mehr über dich, wie du sagtest. Ich sitze hier für immer fest und mein einziger Trost ist, dass du noch schlimmer dran bist. Es ist amüsant, dir dabei zuzusehen, wie dein eigener Verstand dich nach und nach auffrisst. Aber an deiner Stelle würde ich mich lieber beeilen. Sie kommen! Nein! Nein! Wer kommt, verdammt nochmal? Warum hast du unser Leben zerstört? Warum hast du uns das angetan? Womit hatten wir das verdient? Warum, Walder? Es tut so weh. Rette mich, Walder. Ich wollte doch nur ein normales Mädchen sein. Elaine gehört jetzt endlich mir. Jetzt, wo du nicht mehr da bist, wird sie für alle Ewigkeit meine mich liebende Sklavin sein. Oh, wie ich mich darauf freue, was ich alles mit dir machen werde. Dinge, zu denen du nicht imstande warst, du Wurm. Walner, lass nicht zu, dass er mich missbraucht. Ich flehe dich an, hilf mir. Bitte, rette mich. Also, Elaine ist, glaube ich, ein bisschen mächtiger wie Asgard, aber... Warum hast du uns nicht bekommen, Papa? Wolltest du uns nicht? Wolltest du keine Familie? Waren wir dir so zuwider? Unser richtiger Papa liebt uns mehr, als du es je könntest. Ein Monster kann keine Kinder bekommen. Wir sind froh, dass du nicht unser Vater bist. All das hast du weggeworfen. Hoffentlich bist du glücklich mit deinen Entscheidungen. Während du einsam und allein verrottest, werde ich mich und meine liebende Familie kümmern. Sieh zu, sieh hin und bedauere, was du niemals haben wirst. Oh nein! Wird er springen? Nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe! Wer zur Hölle? Die ganzen Geister in seinem Kopf nehme ich an. Ich wollte jetzt nicht schreien, es tut mir leid. Ach du meine Fresse. Hilfe! Oh mein Gott, der dreht völlig am Rad. Die Frage ist, warum ist er gefangen in seiner eigenen Psyche? Zusammen für alle Ewigkeit. Wir werden für immer zusammen sein, eine große Familie. Ist doch schön, oder? Und Schatz, bist du glücklich? Oh mein Gott. Alter. Das war krass. Damit hätte ich wirklich am allerwenigsten gerechnet. Ihr habt das vierte Elras-Ende, bist du glücklich erreicht. Okay, es war tatsächlich das schwer gute Ending. Ich bin ein bisschen perplex, wenn ich ehrlich bin, weil es doch eher bad war, meiner Ansicht. So, in diesem Video möchten wir uns jetzt noch das schwer böse Ending ansehen und dann haben wir alle sechs Elras-Enden gesehen. Bis gleich. So, wir sind hier am schwer bösen Ende angekommen. Es hat mich ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin, weil der Anfang war genau wie beim schwer guten Ende. Aber die zwei Kristallchen da unten sind ja rot, also von dem her muss es schon richtig sein. Weil Walner hat sich nämlich gegen Morlon durchgesetzt und da dachte ich, hä? Okay, aber das ist jetzt anders. Ich nehme Janas Macht. Sie braucht sie in der Blutgeistebene nicht. Okay. Wird jetzt etwa der finale Kampf gegen... den verrückten Badass Walner anstehen. Glaube ich zumindest, oder? Das ist doch jetzt neu, oder? Wir wollten sie doch befreien. Darüber müsst ihr euch jetzt keine Gedanken mehr machen. Was? Was redest du da, Walner? Neria, tritt zurück. Bitte? Asgard und Elaine werden jetzt beide sterben. Wenn du ihr Schicksal nicht teilen willst, tritt zurück. Bist du verrückt geworden, Walner? Was soll das? So viel dazu. Dieser elende Schattengeist beherrscht ihn noch immer. Wahrscheinlich wollte er nur mit uns zusammen die anderen beiden vernichten, um alleine herrschen zu können. Nein, das kann nicht sein. Walner hat ihn besiegt. Er hat doch gewonnen. Ihr beiden werdet für alles bezahlen, das ihr mir angetan habt. Oh mein Gott.
Er dreht durch. Du bist Walna, oder? Wie bitte? Welchen Grund hätte der Elras mir zu raten, zurückzutreten? Das ergäbe keinen Sinn. Sehr richtig, Neria. Ich bin nicht Morlon. Was soll das Ganze dann? Lass uns zusammen die Tafel nutzen. Oh, keine Sorge. Ich werde sie nutzen, aber das werdet ihr nicht mehr miterleben. Er ist verrückt geworden, Elaine. Das habe ich dir ja schon immer gesagt. Ich glaube das nicht, Walna. Erinnere dich, ich bin es, Elaine. Ich erkenne dich sehr gut und genau deswegen werde ich dir den Kopf abschlagen, Elaine. Warum? Asgard hat mein Leben zerstört, mich zu etwas gemacht, das ich nie sein wollte. Ein Blutsauger, ein Untoter, geächtet von der Welt. Nie habe ich ihm das verziehen. Ich habe lediglich auf meine Chance auf Rache gewartet. Also bist du tatsächlich du selbst, du undankbarer Wurm. Aber wir beide haben uns doch geliebt, die ganzen Jahre über, das war echt. Nein, war es nicht. Du konntest Aisha niemals ersetzen. Am Anfang warst du lediglich ein Mittel zum Zweck. Du warst mein Mittel, um Asgars Schmerz zu bereiten. Ich wusste, dass er dich liebt. Ich genoss es, wie er sich nach dir verzehrte, ohne dass er dich jemals haben könnte, weil du mich liebtest. Und irgendwann habe ich mir schließlich immer und immer wieder eingeredet, dass ich tatsächlich etwas für dich fühle, bis ich es selbst geglaubt habe. Doch in mir brodelte es. Ich habe dich verachtet die ganze Zeit. Oh mein Gott. Du kranker Wahnsinniger! Sogar mich widerst du an! So mit uns zu spielen. Es war meine gerechte Rache, nachdem ihr beide mit meinem Leben gespielt habt. Doch dies wird mein größter Triumph. Dank diesem schäbigen Schattengeist, der noch immer in mir ist, kann ich dich angreifen, Asgard. Ich habe ihn unter Kontrolle. Das wird dich auch nicht von meinem Säbel retten. Unsere alte Rechnung wird jetzt beglichen. Du bist nicht mehr als ein gescheitertes Experiment. Ich habe dich wirklich geliebt, Walna. Ich dachte, du wärst glücklich. Ich weiß. Aber du hast dich geirrt. Neria, all das betrifft dich nicht. Trittst du zurück oder wirst du dich einmischen? Neria? Mach jetzt bloß keinen Fehler. Ha! Was verdammt machst du da, Weib? Was soll das werden, Neria? Wonach sieht es denn aus? Ich werde dir helfen, diese beiden hinzurichten. Ha, das ist also der Grund, warum sei die Zuneigung zu ihr sehr hoch sein muss. Warum? Weil ich dich verstehe. Und weil du mir in den letzten Wochen unserer Zusammenarbeit immer und immer wieder bewiesen hast, was für eine aufrichtige Person du bist. Ich vertraue dir und ich respektiere dich. Auch wenn du mitverantwortlich dafür bist, dass Jaina zum Vampir wurde. Aber ich habe mehr und mehr das Gefühl, als ginge das wie euch alle anderen Untaten von diesen beiden aus. Ich habe zwar mit ihnen zusammengearbeitet, aber ich sehe absolut keinen Grund, mich jetzt auf ihre Seite zu schlagen. Ihr verräterischen Ratten, dann werdet ihr eben zusammen sterben. Warum musstest du enden? Alles, was jetzt kommt, habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Oh mein Gott! Das gefällt mir bis jetzt, muss ich sagen, das Ende irgendwie. Es ist zwar traurig für die beiden, aber... Let us battle! Och, die Musik, Alter, ich krieg Gänsehaut gerade. Das ist so eine schöne, eine epische Melodie. So, dann gucken wir mal, ob Strafe des Dan etwas bewirkt. Dann werden wir ein bisschen den Da werden wir uns ein bisschen... Oh, sie schlafen beide. Das ist gut. Das ist gut. Machen wir mal die Klingenrunde. Ich habe sie jetzt zwar aufgeweckt, aber das macht mir nichts. So, dann machen wir mal... Verstandesterror auf Elaine. Ich glaube, wir tun Asgard als erstes von der Bildfläche hauen. So ist er schon zum 100. Mal gestorben, wie es aussieht. Kalter Blitz machen wir mal. Dann machen wir noch ein gerechtes Schwert ins Gesicht. Jawohl. Und den Rest kann Auto-Battle entscheiden. Ja. Oh mein Gott, hingerichtet von ihrer großen Liebe. Es tut mir leid. Bitte glaub mir.
Es tut mir leid, Walner. Elaine? Nein! Das ist skrupellos. Du Made wirst niemals stark genug für die Tafel sein. Du bist ein Nichts. Falsch. Endlich bin ich wieder jemand. Oh mein Gott. Ich glaube, dass viele von euch sich jetzt freuen werden. Ein Blattrix wird sich freuen und ein Taoren wird sich freuen über diese Zusammenkunft. Eure Blutgeister werden mir die nötige Kraft geben. Für was, frage ich mich. Für die Tafel natürlich. Welch eine blöde Frage. Das war es dann wohl. Was hast du jetzt vor? Ich werde die Tafel aktivieren. Um was zu tun? Sei ehrlich, das habe ich verdient. Wenn die Tafel das tut, was ich vermute, können wir all das hier rückgängig machen. Den Weltenwandel, Janas und Rarons Tod, vielleicht sogar... Und wenn das Ganze schief geht? Dann ist das eben so. Es ist unsere einzige Chance, oder willst du für immer in dieser fremden, kriegsbeherrschten Welt leben? Lieber sterbe ich. Du bist aber schon tot. Nein, nein. Du hast wie immer recht, Walner. Versuchen wir es. Wir haben nichts zu verlieren. Aktivier die Tafel. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir werden alles rückgängig machen. Wir werden alles neu schreiben. Und so beginnt es, das schwer böse Ending. Verrat! List! Tücke! Freundschaft! Nur aus Schein. Hä? Was ist los? Warum passiert nichts? Tja, what the... Moment mal, du! Du? Du kennst sie? Flüchtig. Ich hatte damals schon ein mulmiges Gefühl bei dir. Aber wie dem auch sei, ihr Blutsauger behauptet, in friedlicher Absicht zu kommen, schlachtet aber skrupellos meine Männer ab und das nicht erst seit heute. Was macht euch besser als die Elras? Warum sollte ich euch nicht hier und jetzt die Köpfe abhacken? Was ist hier los? Was hier los ist? Ich will wissen, was ihr vorhabt. Erklärt euch. Aber das ist doch schon passiert. Hä? Walner, dreh mir jetzt nur nicht durch. Ich verstehe das nicht. What the... Zurück in die Zukunft. Teil 15. What the... Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, so ein mächtiges Schwert liegt da einfach so in einer Kiste. Es lag aber dort in der Kiste. Doch, ich hatte... haben sie ganz sicher. Wieso, verdammt? Jaina hat den Spaß am Spielen mit ihren Opfern entdeckt. Durch mich, versteht sich. Woher wusstet ihr, dass wir nicht tot sind? Macht ist wirklich etwas Wunderbares und ihr seid so erbärmlich. Verdammt, wo bin ich hier? Wie bitte? Was soll das heißen, wo bin ich, Walner? Ihr wart doch tot. Alle drei. Das ist nicht witzig, Walner. Jetzt dreht der gute Walner völlig ab. Dabei haben wir noch nicht mal angefangen. Was geht hier vor? Oh mein Gott. Ist es tatsächlich die Möglichkeit? What? Da seid ihr ja endlich. Was soll das heißen, da seid ihr ja endlich? Oh, wie tragisch. Hat da jemand etwa keine Ahnung? Glaubt ihr, ich hätte den Schlüssel zufällig in Tradan vergessen? Also hast du Tradan zerstört? Natürlich. Wer wäre denn sonst dazu imstande gewesen? Also ich hätte das auch gekonnt. Verflucht, was soll das? Du kennst mich doch. Aisha ist tot. Dabraxas haben wir schon in seinem Turm zerschnetzelt. Was haben wir? Wie bitte? Ihr habt Abraxas getötet. Unmöglich. Es ist vorbei. Du bist nicht mehr seine Sklavin. Was redest du da? Ist das wahr? Was zum... Oh, what the fuck? Ich...
ist jetzt passiert? Ich erkenn's nicht. What? Oh mein Gott. Wird es tatsächlich so enden, wie ich denke, dass es enden wird? Was ist passiert? Wo bin ich? Mein Kopf dröhnt. Meine Haare sind wieder grün. Hä? Ich scheine in der Nähe von Thürich zu sein, aber wieso? Hier war ich in meiner Jugend nie. Weil es die Stadt in deiner Jugend nicht gab. Bitte geh nicht, bitte überleg es dir nochmal. Ich will nicht, dass du uns verlässt. Diese Stimme war bestimmt eine Stimme, die mir bekannt vorkommt. Und ich sie falsch synchronisiert habe. Bitte lass Mama und mich nicht allein. Was mit Jonah passiert ist, tut mir so leid und ich werde jeden Tag ihr Grab besuchen. Aber geh nicht zur Armee, Schwester. Du wirst im Krieg sterben. Sterben! So ein Unsinn, Jaina. Nicht jeder in König Geralds Armee zieht gleich in den Krieg. Außerdem habe ich dir und Mama bereits seit Wochen gesagt, dass meine Entscheidung feststeht. Ich muss das tun. Für mich und für euch. Ich muss stark werden. Aber du bist schon stark. So stark. Ich verspreche auch, dass ich nie wieder eine Waffe in die Hand nehme oder etwas Unvorsichtiges tue. Ich werde bestimmt immer brav sein. Lass uns nicht allein. Tut mir leid, aber ich muss. Ich werde es so bald wie möglich schreiben. Sagte sie und tat es dann... Warte! Was zu? Wer bist denn du bitte? Springst dir einfach so aus dem Dickicht. Du solltest nicht gehen. Hä? Hast du uns etwa belauscht? Soll ich dir eine Tracht Prügel verpassen, du Landstreicher? Dass deine Mutter damals von einem Vampir angegriffen und deine Jugendfreundin bei einem Unfall gestorben sind, ist tragisch, aber du solltest daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen. Wenn du deine Familie verlässt, um in einer Armee zu kämpfen und stärker zu werden, wirst du niemanden beschützen. Im Gegenteil, du lässt die, für die du das alles auf dich nimmst, zurück und distanzierst dich von ihnen, bis ihr für euch nur noch Fremde seid. Ist es das, was du willst? Wer zum... Spielt das eine Rolle? Wenn du jetzt weggehst, wirst du es für immer bereuen. Deiner Schwester werden zahllose schreckliche Dinge bis hin zu ihrem Tod geschehen und viele andere Menschen werden ebenfalls leiden. Du kannst das verhindern. What? Woher weißt du das? Du selbst hast es mir erzählt und wir mussten es mit eigenen Augen mit ansehen. Du bist verrückt. Ich weiß nicht, wer du bist oder warum du das alles über mich weißt, aber ich wüsste nicht, warum ich dir glauben sollte. Du bist sicher nur ein Spinner, der die Einwohner hier erschrecken will. Das mit dem Vampir hast du geraten und Jonas Schicksal ist allgemein bekannt. Du trägst die Hälfte des Amulettes bei dir, dessen andere Hälfte dein Vater mitgenommen hat. Als Kind hast du mit Jonah immer Verstecken gespielt und Messerwerfen trainiert. Du konntest deine Wut auf Jaina nie ganz überwinden, hast dir aber auch geschworen, sie zu unterdrücken und stark genug zu werden, um nie wieder sauer auf sie sein zu müssen und für Jonas Tod zu sühnen. Dein Lieblingsessen ist die Bohnensuppe deiner Mutter. Okay, das ist creepy. Ist das dein Freund, Schwester? Das ist unheimlich. Nur unheimlich. Das kannst du unmöglich alles wissen. Los, sag mir, woher du das weißt und woher du kommst. Wer bist du? Das würdest du mir sowieso nicht glauben. Alles, was du wissen musst, ist, dass du Thürich nicht verlassen solltest. Um deinetwillen und auch um Janas Willen. Aber ich muss stark werden. Ich muss andere beschützen können. Stärke bedeutet nicht nur Kraft. Stark kannst du auch hier werden, wo du bei deiner Familie bist und weißt, wofür du überhaupt lebst, weitermachst. In der Armee weit weg wirst du deine eigentlichen Beweggründe schnell aus den Augen verlieren und erst bemerken, dass du nicht für deine Schwester da warst, wenn es bereits zu spät ist. Liebst du Jaina? Selbstverständlich. Dann überdenke deine Entscheidung. Du musst sie ja nicht sofort ändern. Nicht heute, nicht morgen, aber gib dir noch etwas Zeit, genau darüber nachzudenken, ob du das wirklich willst, Neria. Wir beide sind Freunde, oder? Ja, das könnte man so sagen. Schwester? Na schön. Was? Ich werde in Thürich bleiben. Vorerst. Bis ich mich davon überzeugt habe, was das Beste für uns ist. Wirklich? Oh, Schwester, danke, ich freue mich so. Ja, schon gut, beruhige dich wieder, Jaina. Das muss ich gleich Mama erzählen, sie wird bestimmt weinen vor Freude. Oder auch nicht. Sie war vielleicht froh, dass sie weg war. Ach, Jaina. Sie war als Kind ein echtes Energiebündel, was? War? Ich würde sagen, du schuldest mir ein paar Antworten. Wie ich schon sagte, du wirst mir ohnehin nicht glauben. Ich würde es ja selbst nicht glauben. Wie wäre es, wenn du mit deinem Namen anfängst, wo du schon meinen kennst? Valna, schön, dich kennenzulernen. Valna. Die Sache ist die, du hast dich gerade wie ein Hellseher aufgeführt und mich von meinen wochenlangen Festen im Schluss abgebracht. Unter diesen Umständen bin ich bereit, eine ganze Menge zu glauben. Das könnte aber etwas dauern. Willst du vielleicht zum Abendessen bleiben? So wie ich meine Mama kenne, veranstaltet sie heute ein großes Festessen. Dann kannst du mir von allem erzählen. Sehr gerne, Neria. Sehr gerne.
Er ist tatsächlich wieder ein Mensch. Er ist in die Vergangenheit zurückgereist. Und wird die Geschichte tatsächlich neu schreiben. Valna hat Elaine gar nicht geliebt? Er hat sie nur benutzt, um sich an Asgard zu rächen? Aus Valna ist ein verbitterter Vampir geworden und die Schuld an seinem Zustand hatte einzig und allein Asgard. Und so entwickelte Valna innerlich einen dermaßen großen Zorn gegen Asgard, dass ihm alle noch so hinterhältigen Mittel recht waren, sich an Asgard zu rächen. Und ein geeignetes Mittel schien ihm zu sein, Elaines Liebe zu gewinnen. Das ist richtig böse, Opa. Denkst du das wirklich, Simon? Asgard hat Valna so gesehen das Leben genommen und auch Elaine konnte seine geliebte Aisha nun mal nie wirklich ersetzen. Aber hatte er Elaine nicht geliebt, als sie gemeinsam Jaina zum Vampir machten? Vielleicht, doch als Asgard dann wieder unter den lebenden Untoten wandelte, wuchs in Valna dieser alte Zorn herauf, den er nie wirklich verdrängen konnte. Und dann hatte er die Zaubertafel verwendet, die alles rückgängig machte? So scheint es. Er und Iria nutzten die Tafel und drehten die Zeit zurück. Aber müssten dann Elaine noch im Irrenhaus sein und Asgard noch leben oder wieder leben eigentlich? In der Nähe Thyrix erwachte er genau an jenem Tag, als Niria zur Armee des Königs aufbrechen wollte. Das kann doch kein Zufall sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Valna traf auf Niria, die ihr Gedächtnis offenbar verloren und nichts von alledem bemerkt hatte. Noch am selben Abend erzählte Valna seiner Gefährtin alles, was sich seit der Verwandlung Jainas bis hin zur Benutzung der Tafel zugetragen hatte. Niria hörte ihm sehr aufmerksam zu und wo sie ihm am Anfang noch nicht glauben wollte, musste sie schnell akzeptieren, dass Valna die Wahrheit sagte. Seine detaillierten Beschreibungen ihres Verhaltens konnte er sich unmöglich ausgedacht haben. Aber die Erinnerung kam nicht zurück. Nein, aber es spielte auch keine große Rolle. Valna hatte es geschafft, mit nur einer Tat geschafft, alle folgenden Ereignisse zu verhindern, die zur Tragödie geführt hätten. Naja, aber da Valna ein Mensch und kein Vampir war, war die Geschichte ja ohnehin schon vollkommen geändert. Das kann schon sein, aber vielleicht wären es so Asgard und Elaine gewesen, die Jaina verwandelt hätten. Man würde es nie erfahren. Eine Sache verstehe ich noch nicht ganz. Was genau hat der Tafelzauber bewirkt? Warum hat er Valna genau zu diesem Moment an genau diesem Ort abgesetzt? Nun, der Zauber hat nichts anderes gemacht, als die größten Wünsche und Sehnsüchte des Benutzers zu verwirklichen. Über die Zeit ihrer Zusammenarbeit hatte Valna eine tiefe Zuneigung und Sympathie für Niria entwickelt. Als Mensch verkörperte sie all das, nachdem Valna sich in seinem untoten Leben sehnte, und so wollte er wahrscheinlich tief in sich auch ihr helfen. So, wie ging es denn nach diesem Abend mit den beiden weiter? Valna hatte keinen Ort, der ihm etwas bedeutete, also zog er bald nach Thyrik, gründete dort zusammen mit Niria und einigen Männern eine Stadtwache und war oft bei der Familie Eris zum Essen zu Besuch. Und einige Jahre später dann... kommt es endlich zum Pairing, das sich alle meine Zuschauer wünschen. Valna und Niria sind ein glückliches Paar. Jonah! Kirillian, komm sofort her zurück, ihr Satansbraten! Ach, die beiden bringen mich noch ins Grab. Warum werde ich auch immer zum Babysitten, verdammt? Jetzt mach schon, Papa, sonst holen wir die zwei nicht vor dem Abendessen ein. Ja doch. Ich bin alt, verdammt, das muss doch auch was zählen. Das bin ich auch. Ich verstehe. Oh, ich sehe schon kommen. Oh, ich freue mich auf die Kommentare heute. Ob wir uns heute vielleicht doch nicht hätten freinehmen sollen? Deine arme Schwester wird von Jonah und Kirillian ja geradezu gepiesackt. Ach was, immerhin bettelt sie uns doch jedes Mal an, auf die zwei aufpassen zu dürfen, wenn sie ihren Hundeblick aufsetzen. Du wirst sehen, später finden wir sie wieder zu dritt unter irgendeinem Baum schlafen, friedlich ineinander gekuschelt. Und Raron sitzt wieder lächelnd den Kopfschütteln daneben, was? Wahrscheinlich. Ich will gar nicht daran denken, was für ein Spaß es wird, wenn das Dritte kommt. Alter, die rammeln wie die Kanickel, Alter. Ich habe schon gesehen, dass sie schon wieder einen Braten in der Röhre hat. Dann müssen wir uns eben noch etwas mehr anstrengen. Hast du schon einen Namen? Wenn es ein Junge wird, Asmus. Und wenn es ein Mädchen wird, Aisha. Gefällt mir. Lange sollte es jetzt nicht mehr dauern. Ich hoffe es. Oh, ich will mich endlich wieder mit dir und den anderen Jungs prügeln. Sonst roste ich noch ein. Du wirst doch nie erwachsen, was? Ich muss meinem Rang als Kommandantin doch stetig alle Ehre machen und unseren Faulenzern die Ohren langziehen. Lasst euch nur nicht einfallen, mich abzuschreiben. Sei nicht albern, das haben wir die letzten zwei Male nicht und haben es auch weiterhin nicht vor. Schön zu hören, wollen wir dann mal nach unseren drei Kindern und Raron sehen, sonst verlaufen sie sich noch in Thyrik. Besser ist es, deine Mutter bereitet uns die Hölle auf Erden, wenn wir wieder zu spät zum Abendessen kommen.
Ihre Bohnensuppe wollte ich sowieso nicht verpassen. Komm mal kurz her. Was ist denn? Ich will sicher gehen, dass das hier real ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich bin ja kein Fan von irgendwelchen Pairings, aber... Und, bist du überzeugt? Fürs Erste. Jetzt aber hinterher, ich kann nicht so schnell rennen. Oh ja. Das ist ein Ende, was ihr euch herbeigesehnt habt, wie ich denke. So, mein lieber Simon, findet auch diese Geschichte ihr Ende. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich denke, dies ist ein würdiger Übergang. Bis zum nächsten Mal. Ah, oh, das war wirklich nicht schlecht, Opa. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Eigentlich würde ich sie am liebsten sofort hören. Nur Geduld, Simon. Gut Ding will Weile haben. Wir haben Zeit. Ich weiß, Opa. Ich glaube langsam, dass der Opa ein Vampir ist. Er muss doch auch irgendwann sterben. Du bist wirklich ein artiger Junge, Simon. Übrigens bist du schon ganz schön groß geworden. Opa! Was? Ja, ich muss mich dann auch mal ein wenig hinlegen. Geschichten erzählen ist ganz schön anstrengend. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Simon. Nun fällt er die Treppe runter und bricht sich das Genick. Und es wird nie zu einem Vampire's Dawn 3 kommen. Moment, was ist jetzt los? What the? Er geht gleich schlafen. What? Du hast diesmal ganz schön lange gebraucht. Wirst du wohl langsam alt, was? Ich bin immer noch jung und vital genug, meinem Enkel jede Woche eine stundenlange Geschichte zu erzählen. Um genau zu sein, über 30 Stunden. Und ich habe nicht vor, so bald damit aufzuhören. Du doch auch nicht. Natürlich nicht. Und wie fand er unsere Variante diesmal? Er war begeistert, wie immer. Sollte er auch so lange, wie wir immer zusammensitzen, um uns etwas Neues einfallen zu lassen? Ich hoffe mal, du hast ihm wie immer Neria nicht zu genau beschrieben und die Namen unserer Kinder auch wieder geändert. In deinem Alter vergisst man sowas ja gerne mal, Pharaon. Ich weiß ja nicht, wann du das letzte in den Spiegel geschaut hast, Liebes, aber ich bin nicht der Einzige, in dem die Zeit Spuren hinterlassen hat. Wir sind alt geworden, aber immerhin können wir noch alleine aufs Klo gehen. Ja, noch, aber genug davon, ich bin erschöpft. In Ordnung, lass uns gleich ins Bett gehen, dann nehme ich dich ein wenig in den Arm. Das wäre schön. Morgen solltest du fit sein. Immerhin gibt Liliana ihren königlichen Ball in Asran und wir beide sind als Ehrengäste eingeladen. Das hast du doch hoffentlich nicht vergessen. Wie könnte ich? Warum muss deine Schwester uns nur immer in ihre politischen Spielchen reinziehen? Gib alle paar Wochen ein Fest fürs Volk und es wählt dich wieder zur Königin. Ja, ja. Das ist sicher die Rache dafür, dass sie damals immer auf unsere Kinder aufpassen musste. Wahrscheinlich. Aber immerhin gehen wir zusammen hin, Melara. Ja. Zusammen. Okay, das ist jetzt irgendeine Anspielung wahrscheinlich, die ich irgendwie nicht raffe, weil... Wer sind die beiden? Oder ist das einfach... Velara und Pharaon. Pharaon sagt mir tatsächlich irgendwas, aber ich bin gerade... Moment mal. Ist Pharaon nicht Valnas Vater? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ihr habt das geheime Elras, eine liebende Liebe, erhalten. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben alle 6 verschiedenen Elras-Enden gesehen. Was mich interessieren würde, werte Zuschauer, welches Ende hat euch denn am besten gefallen von allen? Ich werde jetzt an diesem Punkt einen Break machen und wir sehen uns das nächste Mal am Montag wieder, wenn es weitergeht bei Let's Play Vampire's Dawn 2. Wo wir uns dann ein paar Nebensächlichkeiten widmen werden, bevor wir uns dann langsam aber sicher ans Finale dieses Spieles begeben. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, ein schönes Wochenende. Ciao.